Wir haben den Weinbau im flachen Hügelland des Weinviertels. Wir haben den Weinbau auf den Lösterrassen des Wagrams und wir haben den Weinbau in den Machauer Urgesteinsterrassen im Kamptal. Und damit kann Niederösterreich auch eine Vielfalt des Weinbaus darstellen, wie es kaum ein anderes Bundesland kann. Der Weinbau in Niederösterreich ist ein ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor, denn es ist ja nicht zufällig das größte Weinbaugebiet Österreichs. Und das besonders Tolle daran ist, dass wir in den unterschiedlichsten Weinbaugebieten unterschiedlichste Geschmacksrichtungen des Weines haben, die es auf der einen Seite natürlich interessant macht für den Weinkonsumenten, auf der anderen Seite natürlich auch eine große Herausforderung für die Weinbauern, denn Klima, Bodenbeschaffenheit und natürlich auch die Kunst des Winzers, das letztendlich miteinander macht die Einzigartigkeit aus. Ich glaube, sagen zu können, jeder Absolvent ist sehr, sehr gut ausgebildet und gerüstet für das tägliche Leben. Wie würden Sie die Weinbauschule Kems mit einem Satz beschreiben? Die Zukunftsakademie für die Winzerinnen und Winzer in Niederösterreich.